Da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich bin's mit der Eurobum36 und wir fahren nun hier spannend fort. Ah, das ist auch der andere, okay. So, okay, gut. Los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Dämonische Donnerkiefer. Ich halte nicht viel von Ruhmesliedern. Aber dieser Kampf war einer Strophe würdig. Und jetzt, Aloy, die Tür. Kannst du sie öffnen? Finden wir es raus. So, darf ich jetzt Datenpunkte. Was ist ein Datenpunkte? Was für Datenpunkte schon wieder? Ach so, das ist, was wir angehört haben vorhin. Das Gespräch, ja. Okay. Rohstoffe. Was kann ich denn jetzt noch wegschmeißen? Das da hier zum Beispiel. Dann. Das da hier. So, noch irgendwie was. Nein, das da. Halt, 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 halt. Ich bin immer viel zu schnell. Modifikationen. Bin auch schon wieder voll, das ist echt schlimm. Was dahinter liegt. Da ist noch was. Das wird zu schwer.
Bitte, Aloy. Öffne die Tür. Ja. So. Nochmal was, was ich wegtun kann. So, auf geht's. Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Orea. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Nebenquest abgeschlossen. Firebreak. Außergewöhnliche Belohnungskiste Blauglanz 3. Buchstätte Explosion. Also es ist echt eine Brustschatte, wie ich mir eigentlich gedacht habe. So, wir schauen jetzt mal kurz in die Kiste rein. Ohne Waffenspule, okay. Wir hatten vorhin gerade eine Trophäe bekommen. Nein. Die Winterschmiede. Um Xian zu retten und die wahre Natur des Dämons zu ergründen, müssen Ela und ihre Begleiter einen Weg durch die Brutstätte unter den Donnerkampf kämpfen. Okay. Was war jetzt die neueste Trophäe? Alle Aktivitäten abgeschlossen. Nee. Komplett ver... Ach, egal. So, weiter geht's. Okay. So, dann schauen wir uns jetzt erstmal hier um. Ist hier unten was? Nein. Aber ich musste auf jeden Fall runter. Also gut, es geht runter. Also Brutschrettenrätsel sind ja immer sehr spannend, aber auch sehr schwierig, um herauszufinden, wo geht's lang, wo geht's nicht lang. Es gibt ja auch immer sehr viele versteckte Wege und Verwinklungen, aber das macht nichts. Hier lang. Hier ist eine Vorratskiste. Das gibt's doch nicht. Wie verdorben diese Brutstätte schon ist. Schaut euch das an.
Der Berg ist mehr Maschine als Fels. Ich habe ihm nie vertraut. Oh, die Lohe will ich halt schon ganz gerne mitnehmen. Ich habe so wenig Lohe dabei. Das ist das Problem. Was kann ich denn schon wieder wegtun? Lohe, Lohe, Lohe. Das. Zünder habe ich auch sehr wenig. Wow. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen. Neues Metall. Feuer und Blitze. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Das kann man mit einem Pfeil zerstören. Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Wir müssen an der Lüftung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden. Wir warten, bis du uns den Weg weist. Beschädige Geomatic-Ventil, okay. Heißt, ich müsste jetzt da runter, oder wie? Ja, muss ich. Okay, alles klar. Also, los. So. Ich dachte, die warten da oben. Okay, jetzt darf ich da klettern wahrscheinlich. Ja, das ist zum Klettern da. Okay, alles klar. Gutes Timing. Oh, hätte mir fast den Knöchel verdreht. Okay, nochmal. Ah, verstehe, das hat also auf zu sprühen. Verstehe. Oh, wieso ist mein Inventar schon wieder so voll? Das ist doch echt Wahnsinn. Ich verzeige jetzt hier auch hier, warte. So, einmal. Zweimal. Ich habe gerade noch einen Wächterherz eingesammelt. Ja, ich weiß.
ist in der Luft. Was ist das? Wo soll die sein? Unter mir? Ah, nee, da oben. Verstehe. Okay. Du diese Flamme. Das sollte mich hochbringen. So. Gut, dass ich das schon kenne. Okay, mal sehen, was das macht. Hier kommen sie. Konsole unbekannter Machart. Ich glaube, da muss ich rüber. Ja, muss ich. Was ist denn hier unten? Nichts. Okay. Aber immer noch Astreine. Ja, toll. Das war eine gute Jagd. Okay. So komme ich nicht darüber, das ist klar. Vielleicht wieder mit den fahrenden Teilen, aber das finden wir erst raus im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.